Morgen. Morgen, Simon. Und alles klar? Yes. Gut geschlafen? Ja. Sehr schön. Also, Tag 2 startet. Nach einem schönen Abendessen gestern, noch einem entspannten Get-Together sozusagen und einem Glühweinempfang sogar für den Simon und ich. Wir starten heute Vormittag mit einem. Ich glaube, wir gehen in ein Fotostudio und haben dort verschiedene Audi-Modelle, die wir filmen, fotografieren und ein bisschen drüber reden können. Die eine oder andere komische Frage dürfen wir dann auch stellen. Schauen wir mal. Und danach geht es weiter auf die Eisfläche. Das heißt, ich glaube, das wird ein ganz schön cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ich freue mich ein paar Tage her, dass ich auf dem Eis gefahren bin. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Let's go. Also, Location Nummer 1 ist erreicht. Wir sind in Innsbruck in der Kongresshalle. Hier hat Audi Deutschland uns heute einige richtig, richtig schöne Autos zur Verfügung gestellt. Die dürfen wir filmen, drüber reden, ein paar dumme Fragen stellen. Ich würde aber sagen, nicht lange reden. Ich zeige euch das Ganze einmal, weil die Location ist wirklich phänomenal. Und überzeugt euch selbst. Let's go. Er ist 5 und er ist 4. Wir haben bei beiden 450 PS, ja, V6 Biturbo. Beim RS5 gefällt mir ganz, ganz besonders die Kombination Rot mit diesen schwarzen Akzenten an der Heckschürze mit dem Diffusor, der kleine Heckspoiler hinten drauf auf der Heckklappe und natürlich das Carbondach. Heben sich so ein bisschen vom Design ab und ganz klare Eyecatcher sind in dem Fall die Felgen, ja, in dieser gefrästen Optik, unglaublich geil. Auch der S4 steht auf denselben Felgen da. Für mich ein ganz klares Highlight. Ich bin ganz ehrlich, wenn wir uns das Heck anschauen, einen von den beiden würde ich schon mitnehmen. Also ich fahre selber auf der normalen Straße in A4 und dann wäre der RS4 eigentlich genau das Pendant dazu. Das wäre genau mein Ding, ich sag dir, wie es ist. Simon, was würdest du nehmen? Ah, ich würde gerne mal den Elektro ausprobieren. Wenn ich dir irgendein Auto schenken würde, was würdest du nehmen? Ja, würde ich den grünen nehmen. Verstehe ich, ist auch. Also es ist eine absolute Waffe, ne? Aber die richtige Waffe in dieser Location zeige ich euch jetzt. RS6 GTO Concept Edition, let's go. Also, wie angekündigt, RS6 GTO Concept Edition. Für mich ein absolutes Brett, steht brachial hier. Aber ich will gar nicht viel über das ganze Projekt sprechen, weil ich glaube, wir holen uns hier jemanden, der einiges dazu weiß und auch viel zu der Hintergrundgeschichte, wie das Auto überhaupt gebaut und kreiert wurde. Eva, hole ich einmal mit ins Bild. Hi, hallo. Grüß dich. Servus. Also, Eva, erzähl uns doch mal kurz und knapp, gerade zum Background von dem Ganzen, wie ist dieses Auto entstanden? Das Auto ist von 2020, 40 Jahre Quattro, deswegen auch die große 40 genau. Und dieses Auto ist wirklich ein ganz besonderes Auto. Ja. Wir haben bei Audi nämlich einen Ideenwettbewerb unter unseren Azubis. Ah. Und unsere Azubis, um genau zu sagen 12 Azubis, haben 25 Wochen an diesem Auto gearbeitet, haben alles eigenständig umgebaut, natürlich mit Unterstützung, aber wirklich in Eigenarbeit. An der Karosse Modifikationen mit 3D-Anbauteilen, die Felgen, die Sidepipes, den kompletten Innenraum neu gestaltet. Die Sidepipe ist auch eine Sidepipe, also ist keine Schau, da kommt der Druck raus. Können wir gerne dir nachher zeigen. Das wäre mega, also wenn wir das Ding anmachen dürften, wäre absolutes Highlight. Aero-Felgen, das Ganze soll ja eine Hommage sein, soweit ich weiß, an das IMSA GTO-Auto. Genau. Was war das? Ein Audi 90, glaube ich. Gell? Genau. Ja. Audi 90 IMSA GTO. Ja. Vielleicht erinnerst du dich dunkel, voll, irgendwie Ende der voll. 80er. Mega. Genau. Absolutes Traumrennauto. Also. Ja. Und wenn du absolut den nochmal irgendwie dir hervorholst. Dann wirst du auf jeden Fall Felgen, Polierung, so Farbgebung generell. Basis ist aber ein RS6. Genau.
Also unten drunter, unter der Schale ist im Endeffekt ein ganz normaler R6. Genau, schön okay. normaler R6. Motor ist aber modifiziert. Genau, wir haben 705 PS, okay. fast 900 Newtonmeter. Weil ich sehe auch schon, Simon, komm mal ran. Ich sehe auch schon innenraumtechnisch auch einiges geboten. Wir haben einen Käfig verbaut, richtige Rennsitze drin. Die Rückbank ist nicht mehr da. Richtig. Ich glaube, man kann auch schon so erahnen, hier wurde sich einfach ausgetobt, oder? Also am Ende des Tages, Jungs, macht was ihr wollt, liefert mal richtig ab. Absolut brachiale Optik. Ja, erstmal. Fetter dicker, Spoiler. Dicker Spoiler. Ja. Und die komplette Heckschürze. Hier wurde verändert, das habe ich gesehen. Wurde nicht die Heckklappe auch modifiziert, dass wir keine, wie heißt das, keine Ladekante haben? Ja, also dass es genau. hier runter ist, dass genau, im Endeffekt dass nicht diese Kante ist. Und dann halt die komplette Heckschürze. Ja. Ist Heck gut, auch aus dem Motorsport, ja, die Beleuchtung, wenn es mal regnen sollte oder sowas. Also von A bis Z, wenn man sowas auf der Straße fahren würde, wäre natürlich absolut krank. Nicht vorzustellen, ich würde es machen. Wie viele Leute sind das Auto auch jetzt schon gefahren oder wie viele Leute durften das Auto jetzt schon sehen? Gesehen? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Gesehen habe ich schon einige, ja. aber gefahren nur eine Handvoll vielleicht. Hm. Aber ja, das ist der Kern auch dieses Ideenwettbewerbs. Ne? Die Azubis sollen sich austoben, ja. die sollen kreativ sein und einfach ja, mal losspinnen. Sau geil. Und wenn sowas Top. Rauskommt, glaube ja, ich, absolut cool. kann man sich beschweren. Und das finde ich aber viel, ich finde persönlich gesehen jetzt, diesen Background viel, viel spannender, wenn man das jetzt so hört, Ideenwettbewerb, Azubis, die sich austoben dürfen. Was ja super wichtig ist, weil dann kommst du aus dieser Ausbildung raus und hast ja wirklich mal, also ich wäre neidisch, wenn ein Auszubildender zu mir kommen würde und sagen, ja, wir haben da so ein R6 umgebaut, du, nicht viel gemacht, ja, ein paar andere Felgen drauf, ein bisschen Karosserie gemacht. Also Hut ab, wirklich auch von der Idee, Audi-seitens her, echt, finde ich eine mega Sache, die jungen Leute auch mit reinzubringen und reinzuholen. Ja. Vielen, vielen Dank. Du hast gesagt, wir dürfen das Auto hören. Das wäre absolut krank. Also wenn wir die Karre anschweißen dürfen, Sidepipes, absolut wild. Mhm. Ich bin gespannt, let's go. Sollen wir runterzählen oder irgendwas? Oder machst du einfach an? Wie ihr wollt. Nee, aber let's machen, go. Kannst du die Tür zumachen? Ja. Und dann sieht es schöner aus. Simon, komm mal hierher. Wo? Hier, kommt raus. Ah, okay. Mega! Hätte ich nicht gedacht. Stark. Ja, vielen Dank dir, Eva. Ja, sehr cool. gerne. Mega, vielen Dank, Eva. Dankeschön für die Auskunft. Ja. Also, R6 GTO Konzept Edition, absolute Waffe. Traum. Also, dass der auch so knallt, Alter, absolut krass. Also, weiter geht's. Hier, dass du jetzt hier total unprofessionell noch die Cola-Flasche so in der Hand hast, während du da reinläufst. Coca-Cola, Werbung. Wir reden jetzt nicht über Getränke, wir reden jetzt über Auto. Schreib eine Rechnung später. Wir schauen uns jetzt die Mühle mal an. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Schönes Auto, oder? R8 V10 Coupé GT RWD habe ich gelernt. Warum Coupé in diesem Namen ist, keine Ahnung, aber mein Co-Moderator. So, du redest in deins, ich rede in meins. Sekunde, Jungs, zwei Sachen, bevor ihr anfangt. Wir können die Lichter noch alle umstellen, wir können es heller machen, wir haben ja Auflicht von vorne, falls ihr ein bisschen den Film braucht. Wir haben schon angefangen. Entschuldigung. Ist egal. Ist auf jeden Fall jetzt die Final Edition quasi, 333 Stück gibt's, letzte so V10 Motor. So ist es. Was sagst du dazu? Was hältst du eigentlich vom Elektroumschwung? Du als alter Rennfahrer. Frage, Alter, das ist eine Frage, die ist so groß wie... Beantwortet es doch mal so. Nee, ich bin so. Weil okay. Hat beides seine Daseinsberechtigung. Ja. Das eine sollte das andere aber nicht ersetzen. Ja. So. Ein lachendes und ein weinendes Auge irgendwie. Der V10 geht. Aber ich bin gespannt, was danach kommt. Also das schaut nochmal anders sportlich aus. Ja, okay. Das ist natürlich eine absolute Pfeilspitze. Also Final Edition. Danach wird kein Audi mehr gebaut mit so einem großen Motor, mit einem V10-Motor. Es werden nur 333 Stück gebaut. Wie ich schon gesagt habe, ein weinendes und ein lachendes Auge. Glaube ich, dass Audi nicht einfach sagt, wir bauen keine V10-Motoren mehr, sondern man kann sich, glaube ich, auf viele, viele spannende Projekte für die Zukunft freuen. Jetzt geht's los, jetzt schmeißen wir den Eimer mal an.
oder? Crazy. Hab auf! Geht nicht, Alter, es ist alles Performance. Hab gerade auf. Geht's nicht mehr. Das war ja, toll. Danke. Ja. So, jetzt aber. Driften, Schnee. Los geht's. Absolut wild. Simon, absolut wild. Hast du schon mal so ein Auto gehört? Ich glaube zum allerersten Mal gerade. Wie sagt man? Wie sagt ihr immer? Schiebt aber ganz anders. Kann aber richtig rein. Also, R8 V10 GT, Coupé, ja, RWD, ganz wichtig. Auf geht's. Also, Location 1 für den heutigen zweiten Tag ist zu Ende. Häkchen geht dran. Absolut wild die Location, die Autos an so sich, nice. Was Audi aufgestellt hat und aufgefahren hat hier. Vor allem der RS6 GTO Concept Version. Absolut krankes Auto. Ja. Nichtsdestotrotz, das richtige Highlight kommt heute Nachmittag erst. Für uns geht es jetzt los in unser Shuttle, auf zur Eisfläche. Natürlich mit Spike-Bereifung. Ich freue mich riesig. Für den Simon wird es ein absolutes Highlight. Juh. Auf geht's, let's go. Juppi! Also, dann legen wir los. Wir sind angekommen auf der Eisfläche in Seefeld. Das Ganze wird betrieben aktuell komplett von der Audi Sport Experience. Wir sitzen auch schon in unserem prachtvollen Audi RS5 und sind auch schon auf dem Weg zu unserer Eisfläche. Wir haben eine kurze Instruktion bekommen, wie, wo, was und wie man denn richtig im Auto sitzt. War für dich was Neues dabei? Schwierig zu sagen. Normalerweise bin ich ja in der Rolle wie jetzt der Kollege vor uns. Kannst du mal rausfilmen. Schau mal, so sieht es aus. Komplette Eisfläche, also wirklich, da ist kein Schnee. Es ist ein bisschen nass auf dieser Eisplatte oben drauf, aber das liegt ganz einfach daran, dass wir aktuell... Okay, da sind wir hier in der Einführungsrunde. Wir haben aktuell 4,5 Grad im Plus. Stehen, also immer am stehenden Hütchen vorbei, nicht am liegenden. Fabian gibt gleich Gas. Wir drehen wieder ein und dann könnt ihr es noch ganz ausschalten. Das geht gut. Man muss erst mal gucken, wie es ist. Das Thema bei solchen Übungen, gerade hier auf dem Eis in so einem Slalom, ist immer so dieser Lastwechsel, mit dem man spielt. Weißt du, von dieses rechts nach links im RS5. Ich frage jetzt mal, wie schwer so ein Auto ist. Kurze Frage. Wie schwer ist denn so ein RS5? Ich glaube 1800 Kilo. Ja, okay. Und der RS E-Tron GT und Elektroautos sind alle generell über 2 Tonnen. Okay. Jo. Stark. Geil ist halt einfach mit dem Allrad. Kann man so schön mit der Vorderachse spielen. Das ist genau darauf kommt es an. Also Simon. Viel Spaß. Hau nein. Raus, schau mal, wie das Ganze von außen alle aussieht. Gell? Und guck dir auch mal die anderen an. Ja? Wenn da der ein oder andere mal ein bisschen untersteuern oder übersteuern hat. Gescheit. Sick. Zack. Nice. Also ohne Scheiß, Hut ab Audi für den RS5, ohne Witz, der macht richtig Gaudi auf dem Eis. Danke, dass wir so eine Veranstaltung mitmachen dürfen. Also ich hoffe, euch gefällt der ganze Quatsch, den wir hier treiben. So, zwei mega geile Tage neigen sich jetzt dem Ende. Gestern die Ausfahrt und wirklich
viele, viele Stunden, viele geile Stunden beim RS3. Heute phänomenal auf dem Eis gewesen beim RS5 und natürlich am Vormittag die ganzen geilen Autos, die in dieser Konzerthalle da in Innsbruck standen. Also phänomenaler Tag 1, phänomenaler Tag 2 gehen zu Ende. Auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ein großes Dankeschön natürlich an Audi Deutschland, die uns das alles überhaupt ermöglicht haben, uns eingeladen haben. Danke Simon, ja, top Job. Hand her damit, her die Watschel. So, für uns geht's jetzt nach Hause. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.